Hallo und herzlich willkommen zum neuen Lesefreitag. Ja, ein Buch habe ich beendet und zwar Nur, was ich mag. Leben kann so einfach sein von Cissi Ganziora. Die Rezension müsstet ihr jetzt auch schon gesehen haben. Ja? Die Rezension müsstet ihr auch schon gesehen haben. Womit ich leider noch nicht so weit gekommen bin, ist der dritte Teil von Das Juwel, der schwarze Schlüssel. Aber es ist sehr, sehr gut. Es liegt nicht daran, dass das Buch nicht so gut ist, sondern dass ich einfach gerade nicht so viel Zeit habe. Und das nächste kleine Buch, was ich quasi jetzt lese, da ich Nur, was ich mag, ausgelesen habe, das hat es mir ja gerade geklaut, ist das Buch, wie heißt das? Das kleine Buch vom achtsamen Leben. Das zeige ich euch dann nochmal, wenn sie es nochmal aus der Hand gegeben hat. Genau, also das Buch von Amy Ewing ist so, so gut und ich habe einfach keine freien Kapazitäten im Moment. Also ich lese mal so 5 bis 10 Minuten irgendwo was. Aber so mal eine halbe Stunde, Stunde zum Lesen habe ich gerade einfach nicht. Deswegen komme ich nicht so weiter mit dem Buch. Übrigens habe ich euch letzte Woche gar nicht erzählt, was ich aktuell für eine Serie schaue. Und zwar ist das Modern Family. Ich bin jetzt bei der Hälfte der 6. Staffel ungefähr. Und ich liebe, liebe, liebe es. Wir hatten, ich glaube, vor einem Jahr oder anderthalb mit Manu mal die erste Folge geguckt. Und es hatte ihm nicht so gut gefallen, deswegen haben wir es nicht weitergeguckt. Und dann dachte ich, komm, gibst du dem Ganzen nochmal eine Chance, weil es halt auch perfekt war, weil es immer nur so 20-Minuten-Folgen sind. Und ich liebe es. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll, wenn die Serie jetzt endet. Es ist so, so toll. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sich Modern Family anzugucken. So, hier ist jetzt nochmal das Buch. Und zwar ist es aus dem Heine Verlag von Dr. Patricia Collard. 10 Minuten am Tag für weniger Stress und mehr Gelassenheit. Und das lese ich jetzt gerade so nebenbei. Das wird auch Teil eines Videos auf meinem anderen Kanal. Sonst alles gut bei dir, ne? So, wir müssen jetzt gleich mal neue Schuhe für die Prinzessin kaufen. So, Svea schläft und ich muss das Mittagessen-Chaos jetzt noch aufräumen. Wir hatten Pellkartoffeln oder ich weiß nicht, wie das bei euch heißt, mit Kräuterquark. So, eine kleine Mittagspause. Ich trinke jetzt meine tägliche Tasse Kurbach und werde mir noch eine Folge Modern Family angucken. Da kann ich euch genau sagen, also ich bin Staffel 6, Folge 10 und dann werde ich Videos drehen. So, ich werde jetzt losmachen zum Friseur. Gerade schon Insta-Stories gesagt, bei so kurzen Haaren, die sind viel zu lang, ne? Das ist viel zu viel Haar und die liegen nicht mehr und muss jetzt wieder was runter. Genau, das ist immer, wenn ich dann vom Friseur wiederkomme, ist es mir erstmal zu kurz. Es dauert dann so 3 Tage und dann ist es okay. Ne? Dass man halt so viele Probleme hat. So, hier noch schnell der After-Friseur-Look. Ja, ist, glaube ich, doch schon ein kleiner Unterschied zu sehen, nicht wahr? So, ich werde den Vlog jetzt langsam beenden. Hintergrundgeräusche einfach ignorieren. Ist hier so die gängige Lautstärke. Ja, es war nicht besonders lang. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich wollte noch was sagen, und zwar vor ein paar Wochen wurde ich mal gefragt, ob ich nicht eine Bücherschrank-Tour machen kann, Bookshelf-Tour machen kann. Mache ich sehr gerne, aber erst im September, wenn ich mehr Zeit habe, weil das braucht schon ein Stückchen Zeit. Und deswegen möchte ich es gerne erst im September machen, wenn es wäre dann im Kindergarten ist und ich dafür mehr Zeit habe. Aber das Video kommt natürlich sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer, wenn ihr, ja, wenn euch halt was Bestimmtes interessiert und ihr danach fragt. Und das Video mache ich auf jeden Fall für euch halt erst dann zum Herbst. Ich beende dieses Video, ihr werdet mich wahrscheinlich sowieso nicht so gut verstehen. Bis zum nächsten Mal, tschüss.